Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern und viel Wasser von oben. Eigentlich nicht das beste Strandwetter, sollte man meinen, aber viele Urlauber in St. Peter-Ording lassen sich von dem ungemütlichen Maiwetter nicht beeindrucken. Es ist schon schön, an der Nordsee zu sein und einfach den Wind mal richtig zu spüren und die Wellen ist schon schön. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Frische Luft ist immer gut. Das Meer ist auch bei solchem Wetter schön. Ja. Ich bin immer schon vorbereitet, wenn ich hierher fahre, für jede Eventualität, Regenhosen, Regenjacken, aber auch leichte Sachen, falls dann doch mal schön und warm wird. Also ich genieße jedes Wetter, egal was es ist. Ich finde es einfach, das Wort darf man nicht sagen, aber das mit G. Pullover und Regenjacke sollten die Urlauber zumindest auch in den nächsten Tagen parat halten, denn bis zum Freitag soll es weiter schaurig und wechselhaft bleiben. Ab dem Wochenende könnte es dann am Strand etwas gemütlicher werden.